Item? Karte. Müll. Okay. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen... schwierig mit dem... mit diesem Item-Gedöns. Weil bei Gold war ich das gewöhnt, dass man nochmal einen extra Screen wechselt, wo das mal alles schön sortiert war. Naja. Wir werden sehen. So, jetzt gehen wir aber gleich mal... Oh, konnte hier keine Kämpfe mehr. Erstmal in den Markt, kaufen ein paar Pokébälle ein. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Kauf. Okay, wir haben 3175. Was gibt's denn hier? Pokébälle? Ich meine, das kostet doch alles gleich viel in den Geschäften. Nur, dass es in manchen Geschäften ein paar andere Sachen gibt als in anderen Geschäften. Pokéball, Gegengift, Paraheiler, Feuerheiler. Auf jeden Fall ein paar Pokébälle. Nee, das ist zu viel. hier. Ja, komm, 10 Stück. Wie viel sind das überhaupt? 2000 Yen? Sind das 20 Euro? Oder, ja, 20 Euro müssen es ungefähr sein, oder? Ich glaube schon. Falls das überhaupt Yen sind. Ich kenne dieses Symbol nicht. Ein Gegengift wäre auch ganz gut. Nee, ist zu viel. Machen wir 5. Kann man nie genug von haben. Paraheiler. Machen wir 1. Und einen Trank. So, dann haben wir unser ganzes Geld schon wieder auf den Kopf gehauen. So. Gerade noch die Flasche schnell zudrehen. Okay. So. Dann sind wir jetzt bereit. So gut wie eigentlich. Ach, der ist jetzt... Warum ist er denn auf... Ah! Endlich habe ich meinen Kaffee bekommen. Natürlich kannst du passieren. Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Wie ich sehe, besitzt du einen Pokédex. Als kleine Wiedergutmachung zeige ich dir, wie man Pokémon fängt. Will der jetzt meins fangen, oder was? Sei kein Dieb! Ach, der Oppi. Sieht wirklich aus wie ein Opa. Ein wildes Radfratz. Ja, das hat mir doch schon der gute Dr. Eich gezeigt. Professor Dr. Eich. Verflixt, es hätte beinahe geklappt. Es funktioniert nicht. Ich bin aus der Übung. Und Pokébälle habe ich auch keine mehr. Ich muss mir im Pokémon-Supermarkt neue besorgen. Dann geh mal und hol dir welche. So. Wenn ich zum Einkaufen nach Marmoria City? Marmoria? Marmoria City möchte, muss ich immer durch den Vertania-Wald gehen. So. So, was haben wir hier für eine große Fläche? Och, guck mal, eine Arena. Vertania City Pokémon-Arena. Ist hier schon Rocco? Diese Pokémon-Arena ist... diese Pokémon-Arena ist stets geschlossen. Ich frage mich, wer hier wohl der Arena-Leiter ist, sein mag. Ich versuche mir da irgendwie mal selbst was beizudichten. Wundert mich, dass ich noch kein Item gefunden habe. So, was haben wir hier oben? Was ist hier überhaupt? Tipps für Trainer. Fange Pokémon, um deine Sammlung zu erweitern. Je mehr du besitzt, desto leichter werden die Kämpfe. Echt? So. Ich gehe jetzt doch lieber nochmal nach unten, weil ich weiß nämlich, dass es dann da ein Dead End gibt. Deswegen gehen wir erstmal hier unten lang. Wahrscheinlich kommen wir dann auch gar nicht wirklich hin. Schätze ich mal. Hm.
Die Musik in dem Spiel ist auch richtig cool, finde ich. So, dann. Yay, Kampf. Oh, das will ich haben. Nidoran männliches. Es gibt auch Nidorans, glaube ich, die weiblich sind. Und dann in der nächsten Entwicklung heißen die Nidoking oder Nidoqueen. Oder das ist die dritte Entwicklung davon, keine Ahnung. So, Level 2 ist das aber. Nee. Ich fange mir kein Level 2 Pokémon. Ich mach das kaputt. Bei Level 2. Lieber Level 4 oder so. Also Level 4 muss das mindestens sein. Yay! Was ist, soll das darstellen? Das ist einfach mal hier so ein Plateau. Hä? Ach, Gary schon wieder. Hey, Julle! Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es, wahrscheinlich besitzt du nicht einmal einen Orden. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Ja, ein bisschen, ne? Oh, der hat 2. Ein Habitag. Level 9! Oh, der macht mich so nass. Ach, komm. Wir versuchen es einfach. Los! Mach es kaputt! Jetzt muss ich mich heilen. Ah, oh nein, so ein Fitzel. Das ist immer so ärgerlich. Ich versuch's nochmal. Yes, nice. Okay, Habitat wurde besiegt. Und jetzt hat er noch sein Evoli, ne? Erreicht Level 7. Yay! Nee, ich heil mich. Warte mal, was ist das? Level 8. Ich heil mich trotzdem. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Deswegen Rutenschlag. Dafür habe ich mich geheilt. Sandwirbel. Genauigkeit sinkt. Ja, jetzt ging meine Attacke daneben. Jetzt krieg ich hier auf den Sa. Hack. Oh ja, 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 die sterben, die sterben, die sterben. Nein, 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 nein. Es ist so ekelhaft. Denn das wurde besiegt. Ja, ich bin der Beste. Alle Pokémon von Julle wurden besiegt. Julle fällt in Ohnmacht. Er hätte mir mein Level 2 Nidoran aber auch nicht geholfen. Oh. Sehr angepisst. ist das... Okay, man muss dann schon gar nicht mehr da reingehen. Das ist schön. Gut, dann gehen wir erstmal nach oben. In den Marmoria-Wald. Und leveln da mal ein bisschen. Nee, oder... Nee, hier... Ach, keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Auf jeden Fall nach oben. So. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Taubsi, Level 3. Oder sind hier alle so schön? Nee, wir haben doch schon mal gegen ein Stärkeres gekämpft, oder nicht? Also Schwache will ich nicht fangen. Und da haben wir ein Item, was da rumliegt. So, hier können wir ein bisschen quatschen. Du gehst in den Vertania-Wald, genau. In den Vertania-Wald? Sei auf der Hut, dort verläuft man sich leicht. Jo. Um neue Arten von Pokémon zu finden, musst du durch das ganze Land ziehen. Bereits hinter dem Vertania-Wald findest du andere Arten. So, hier in dem Wald finden jetzt, glaube ich, ganz viele... Hornius und was nicht all. Meine Freunde und ich haben dich schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen.
Ach so, ich dachte, ich muss jetzt... Was bist du denn für ein Noob? Tust mir hier irgendwie drohen? Und dann aber doch nichts. Tipps für Trainer. Wenn du kämpfen meiden möchtest, bleibe hohem Gras fern. So. Verdammt, mir sind die Pokebälle ausgegangen. Wie fange ich nun ein Pokémon? Du solltest immer genug Pokebälle bei dir haben. Okay, da ist nix. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Safcon. Ist das ein Safcon? Ja, das ist ein Safcon. Finde ich aber sehr, weiß ich nicht, Safcon. Kann ich so nichts mit anfangen. Deswegen tot. Level 4. Ja, hätte ich gedacht, ja, könnte man machen. Ja, na. Ich glaube, Team Rocket hatten wir gegen Ash irgendwann gekämpft und beide hatten einen Safcon und haben dann die ganze Zeit Härtner gemacht. Fand ich lustig. Okay, der dreht sich nicht weg, ne? Nee. Okay. Hey, du hast noch... Nee, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. So. Käfersammler irgendwas. Käfersammler hat noch nicht mal einen Namen. Käfersammler setzt Raupi ein. Level 7. Okay, kriegen wir hin. Hoffentlich. Fadenschuss schlug fehl. Sehr schön. Oh. Fadenschuss. Initiative, Initialwert, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist Initiative. So, tot. Yay, yeah, Level 8. Nice. Huh. Donnerwelle. Das ist auch was, womit man wieder angreifen kann, glaube ich. Macht sogar, glaube ich, mehr Schaden als der Donnerschock. Oder ist auch wieder nur so ein... Paralyse-Gedöns. Okay, das paralysiert nur auf jeden Fall. Schade. Haben echt nur eine Attacke zum Angreifen? Ist ja hochgradigst merkwürdigst. Nun... Ah, Raupi hat es nicht geschafft. Ach genau, und immer wenn wir gegen die kämpfen, kriegen wir noch Geld von denen, was sehr schön ist. Psst, sei leise, du verjagst alle Käfer. Natürlich. Na gut, komm. Hey, ein Pokémon-Trainer stiehlt sich nicht so einfach davon. Ja, wieder ein Käfersammler mit drei Pokémon. Safcon. Level 6, okay. Jetzt kommt ein Level 8. Pikachu. Dennis, übrigens. Sein Spitzname. Härtner. Natürlich. Verteidigung nimmt zu. Sehr schön. Yay, Level 9. Ey, das geht so fix, ne? Ein Raupi, Level 6. Warum war denn der da vorne so hoch? Fadenschuss. Initiative. Initiative heißt das Ding, glaube ich. Yay! Nochmal ein Safcon. Und alle Level 6. Yay. So, wie viel kriegen wir? 70? Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. 60. Okay. Tipps für Trainer. Du kannst deinen Pokédex jederzeit von Professor Eich via PC bewerten lassen. Okay. Oh, ein Item. Ein Trank. Ach, mein Auge juckt.
Links oder rechts? Links oder rechts? Ich glaube, links ist nur eine Abkürzung.